Hallo, ich bin der Winkler Norbert, bin 19 Jahre alt, bin von Rohrbach am Packersee und tue jetzt seit 3 Jahren Akrobatik-Paragleiten. Ja, meine größten Erfolge bis jetzt waren am Lago di Hydro bei den Acro Games, bin ich Dritter geworden. Nachher 2018 war das, dann 2019 beim Acro Max, das ist die Acro-Paragliding-Welttour, habe ich als erster Österreicher abgeschlossen mit dem 8. Platz und heuer bin ich in der Weltrangliste immer noch auf Platz 14. Meine heutigen Ziele sind, bei der Weltmeisterschaft in San Simeone im Synchrofliegen das Podium zu erreichen, nachher beim Border Race mitzumachen heuer und schauen, dass wir da recht weit vorne dabei sein, so ein Hack-and-Fly-Wettbewerb, wo man auf den Berg geht und so weit fliegt, wie man kann. Und dann verwirklichen wir noch ein Videoprojekt, wo man die ganzen Sportarten in Kärnten zusammen kombiniert und das auf die Berge macht. Paragleiten ist für mich einfach die absolute Freiheit. Man hat ganz wenig Regeln, man fühlt sich so frei wie noch nie. Man hat ganz viele verschiedene Disziplinen, man kann natürlich in den Sport alles machen, was man will. Und man muss sich nicht an so viel halten. Also man kann im Endeffekt tun, was man will, so weit fliegen oder Tricks fliegen, alles.